Herzlich willkommen auf dem Kanal von Uniton Deutschland. Mein Name ist Ralf Patonisch und in diesem Video geht es darum, dem Kunden das Koppeln mit dem Smartphone zu erleichtern. Der einfachste Weg, mit dem auch gleichzeitig meine Bewertung mit aktiviert wird, ist es, dem Kunden eine E-Mail zu schicken. Diese E-Mail können wir über das Patient Insight Setup verschicken. Das Patient Insight Setup finden wir unter Abschluss. Dann Patient Insight Setup. Im Patient Insight Setup finden wir jetzt Schritt 4, E-Mail versenden. Wenn wir hier klicken, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem wir die E-Mail-Adresse des Kunden eintragen können. Nachdem wir nun den Kunden über den Datenschutz informiert haben und uns vergewissert haben, dass er mindestens 18 Jahre alt ist, können wir hier entsprechend auf OK klicken. Nachdem die E-Mail verschickt wurde, kann der Kunde nun ganz bequem die App über einen Link herunterladen. Damit das Koppeln aber funktionieren kann, müssen wir zunächst die Bluetooth-Verbindung freigeben. Momentan sind die Hörgeräte ja noch mit der TrueFit-Software verbunden und diese Verbindung muss getrennt werden. In der Standalone-Version funktioniert dies, indem wir die Sitzung schließen. Bei der NOAH-Version schließen wir die Software. In zwei weiteren Videos zeigen wir Ihnen, wie man mit Hilfe der E-Mail sowohl auf einem iPhone als auch auf einem Android-Phone die MoxiAll mit dem Handy koppelt und auch mit der App verbindet. Die Links finden sich unter diesem Video.